Hi, ich bin Alex Wahi, Fernsehkoch und Gastro-Experte von GastroHero. Heute zeige ich euch, wie man mit der richtigen Preiskalkulation sehr viel Geld sparen kann. Eine der wichtigsten und schwierigsten Aufgaben eines Gastronomen ist die richtige Preiskalkulation. Es kommt natürlich auf den Einzelfall drauf an, wie wir die Preise richtig kalkulieren. Aber niemals, und ich betone, niemals dürfen die Preise einfach nur so nach Gefühl festgelegt werden. Was kann ich zum Beispiel für diesen Burger von meinen Gästen verlangen? Ich habe Ware eingekauft und verwendet. Was ihr sonst allerdings noch bei der Preiskalkulation berücksichtigen müsst, zeige ich euch jetzt. Allerdings muss ich dafür jetzt mal eben aus der Küche raus. Ich habe euch auf diesem Flipchart mal aufgelistet, welche Dinge bei der Preiskalkulation eines Burgers eine wichtige Rolle spielen. Ganz klar, ich habe hier einmal den Wareneinsatz. Allerdings ist meine Liste noch lange nicht zu Ende. Denn auch die Kosten für Personal, Miete, Versicherung, Abschreibung und müssen hier berücksichtigt werden. Um euch den Einstieg jetzt ein wenig leichter zu machen, möchte ich euch zeigen, was es mit der sogenannten einfachen Aufschlagskalkulation auf sich hat. Hierbei handelt es sich um die einfachste Variante der Preiskalkulation in der Gastronomie, und zwar deswegen, weil wir diese Posten hier nicht einzeln berücksichtigen. Vielmehr rechnet man für all diese Posten pauschal den Nettowarenwert mal 400%. Was bedeutet das allerdings jetzt für meinen Burger? Unser Nettowarenwert vom Burger beläuft sich auf 2,44 €. Nach unserer einfachen Aufschlagskalkulation rechnen wir das Ganze jetzt mal 400% und kommen so auf einen Verkaufspreis von 9,76 €. Und ganz wichtig, in dem Preis ist die Mehrwertsteuer schon enthalten. Jetzt könnt ihr 9,76 € natürlich in eure Speisekarte reinschreiben, sieht allerdings ein bisschen komisch aus. Welchen Preis ihr jetzt verlangt, das könnt ihr selber entscheiden. Ich finde allerdings 9,90 € sieht sehr ansprechend aus. Bitte beachtet, bei dieser Preiskalkulation handelt es sich um die einfachste Variante. Diese hat nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile. Zum einen müsst ihr natürlich wissen, wie viel euch jede einzelne Zutat für das Gericht kostet. Zum anderen kann es in manchen Fällen passieren, dass es zu Fehlkalkulationen kommt. Warum zum Beispiel sollte eine große Portion Pommes doppelt so teuer sein wie eine normale Portion? Viele eurer Kosten wie Bedienung oder Geschirrreinigung sind doch gleich geblieben. Oder beim Espresso. Wenn ihr für einen Espresso 1,50 € verlangt, sollte der Doppelte nicht 3 € kosten, sondern vielleicht nur noch 2,50 €. Genauso kann es aber passieren, dass ihr eure Preise viel zu niedrig ansetzt und somit Umsatz verliert. Ein sehr gutes Beispiel sind Getränke. Je nach Art der Gastronomie ist hier der Aufschlag natürlich viel höher. Und es gibt eigentlich noch viel mehr Dinge, die ihr normalerweise berücksichtigen müsstet. Zum Beispiel, was macht meine Konkurrenz? Wo ist mein Standort? Und was sind meine Alleinstellungsmerkmale? Setzt also diese Art der Kalkulation mit Bedacht ein. Sie ist vor allem dafür geeignet, um in kleinen Betrieben eine schnelle Preiskalkulation durchzuführen. Also nochmal kurz zur Erinnerung. Nettowarenwert mal 400%. Das ist die einfache Aufschlagskalkulation. Wenn ihr mehr über die verschiedenen Arten der Preiskalkulation in der Gastronomie wissen möchtet, dann seid ganz gespannt auf unsere nächsten Videos, denn dort werden wir das Thema noch viel detaillierter behandeln. Hat euch unser Video gefallen? Dann könnt ihr das fleißig liken, teilen und kommentieren. Falls ihr in Zukunft irgendwelche Fragen und Anregungen haben solltet, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis bald.